Ja, grüße dich. Dein Wochenende steht vor der Tür und das heißt natürlich, heute gibt es einen neuen Weekend Flow. Ja, und ich habe mich am Sonntag mal wieder ein bisschen am Knie verletzt. Und zwar an meinem Knie, wo ich ja schon Kreuzbandriss hatte, Meniskus kaputt, also wo ich auch schon ein paar Mal operiert worden bin. Ich habe mich damals leider operieren lassen, da hatte ich noch nicht das Wissen, was ich heute habe, sonst hätte ich das so nicht gemacht. Also ein Kreuzband hätte ich operieren lassen, aber auf jeden Fall nicht den Meniskus. Und weil der macht nämlich immer noch zu schaffen. Und gerade wenn so Wetterumschwung ist, mal warm, mal kalt, mal warm, mal kalt, dann merke ich das extremst. Aber ich kann mir helfen. Und zwar mache ich da ein paar Übungen. Und eine Übung, die ich mache, die möchte ich dir jetzt zeigen. Und diese Übung, die ist super genial. Also wenn du Probleme mit dem Meniskus hast oder generell auch mit deinen Knien, wenn du zum Beispiel viel joggst und ab und zu hier vorne auch so die Patellasehne immer ein bisschen Schmerzen hast oder ein bisschen Druck drauf hast, dann wird dir die Übung richtig gut tun. Sie wird dir auf jeden Fall Freiheit im Knie bringen. Also wenn du vielleicht auch oft das Gefühl hast, du hast vielleicht keine Knieschmerzen, aber du hast hier hinten drinne immer so ein bisschen ist es fest und das zieht ordentlich, dann ist diese Übung auch sehr gut für dich geeignet. Und ja, also generell bei Knieproblematiken, ich habe das auch schon bei vielen Kunden gemacht, diese Übung, sie hat bis jetzt immer gut getan und die Rückmeldung auch da einfach sehr, sehr gut ist. Ja, und jetzt möchte ich nicht länger auf die Folter spannen, legen wir doch direkt einmal los. Und zwar, du stellst einmal deinen Fuß oder das Bein so auf, dass die Innenseite nach vorne zeigt. Und jetzt machst du Folgendes: Die Ferse, ganz, ganz wichtig ist das, ja? Bitte jetzt genau zuhören und genau das so machen, wie ich es erkläre. Weil sonst kann es halt sein, wenn du das jetzt nicht so machst, wie ich dir zeige, dass du danach ein bisschen mehr im Knie merkst. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig. Also, den großen Zeh drückst du in den Fußbund rein. Die Ferse drückst du in den Fußbund rein. Und das muss beides so bleiben. Jetzt schiebst du einmal das Knie zur Seite nach vorne, also zur Seite weg, zwei, dreimal, gehst in die Streckung und ziehst dich nach vorne runter. Zwei, dreimal in die Streckung nach vorne runter. Ja, also immer das Knie nach außen schieben hier. Na, also Knie und Fußspitzen zeigen in die gleiche Richtung. Und dann ziehst du dich runter. Nach außen und runter. Nach außen und runter. Zack. Dann. So fängst du an. Dann das Knie nach innen und nach vorne runterziehen. Nach innen und zack. Nach innen, zack. Nach innen, zack. Auch hier Fuß und Zeh. Fuß und Zeh. Zeh und Ferse wollte ich sagen. Im Boden reingedrückt halten. Ja? Und dann hier. Zack. Knie ist gestreckt. Hier ist es gebeugt. Knie ist gestreckt. Dann einmal im gebeugten Zustand nach innen kippen, runterziehen, nach außen kippen, runterziehen, nach innen und nach außen. Knie ist angewinkelt, ja? Angewinkelt. Und jetzt nach innen und jetzt um den Fuß drumherum wippen. Und hier nochmal nach innen rein. Du wirst auch dein Standbein gut merken. Aber was ich dann immer merke, wenn ich die Übung gemacht habe, also das war jetzt eine Übung, das Ganze, ja? Also angefangen so, ja? Zack, 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 zack. Dann rein, zack, 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 zack. Und dann zack, zack, zack. Ja? Und das tut dein Knie richtig, richtig gut. Ja, gerade hier, wenn du die, also ich habe mit den Innenmeniskus-Problematiken, wenn du das auch hast, dann die Übung unbedingt machen. Sie wird dir richtig gut tun. Das kann natürlich sein, wenn du jetzt sehr verklebt hier hinten drin bist, dass du nach der Übung, einen Tag danach, dein Knie ein bisschen mehr merkst oder auch ein bisschen mehr Schmerzen hast. Das ist dann wie so Muskelkater, ja? Das wäre jetzt nichts Unübliches, also nicht denken, oh mein Gott, jetzt habe ich mein Knie kaputt gemacht. Nein, hast du nicht.
Damit machst du dein Knie nicht kaputt. Im Gegenteil, wir machen die Bänder, die dein Knie absichern. Wenn da zum Beispiel die Innenseite, da ist ein Muskelbereich, der Gracilis, ja, da ist oft aufgrund von Hüftthematiken sehr viel Zug und sehr viel Druck drauf. Und der sorgt dafür, dass das Kniegelenk eine hohe Belastung halt hat, also sprich auch gereizt wird, die Gelenkkapsel gereizt wird. Wenn du das halt machst, ja, dann bewegst du das durch und das wird lockerer. Ja, und gerade auch hier in diesem Zustand, ja, du hast hier die Beugung und die Streckung dabei. Ja, das brauchst du eine Kapsel. Ja, das ist da ganz, ganz wichtig für. Okay, das war's dann für heute. Wie gesagt, für die Knie kannst du auch machen, wenn du keine Knieschmerzen hast. Sie wird dir trotzdem gut tun, weil auch hier die Innenseite mit beweglicher gemacht wird. Und das ist halt ganz, ganz wichtig auch fürs Gangbild. Ja, wenn du gehst oder auch wenn du stehst, dafür ist das halt ganz, ganz wichtig. Okay, dann mach hier einen dicken, fetten Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn es heißt, die deine Faszienantwort. Also